Ah, glorreiche Amaterasu. Oh, guck mal, die hatten... Habt ihr gesehen? Man denkt ja eigentlich, dass es der Po da hinten ist, ja, hinter ihr. Dass das der Po rausguckt. Das ist aber nicht so. Das soll ein Pfirsich sein. Also, wie Pfirsich-Po. So, was für ein Vergnügen, deinen heroischen Taten beizuwohnen. Ich bin sehr beeindruckt. Als du den Felsen zerschlagen hast, schlug mein Herz schneller. Deine Fähigkeiten mit dem Pinsel. Die Fähigkeiten mit dem Pinsel zu sehen ist wie eine Offenbarung. Und? Kriegen wir jetzt eine Belohnung oder was? Ich glaube nicht, dass deine Beteiligung irgendeinen Einfluss hat, kleine Laus. Es heißt Isun, 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 Isun. Hör auf, mich eine Laus zu nennen. Ich werde wieder in deinen Kimono kriechen, wenn du das noch einmal sagst. Bei meiner Seele. Beruhig dich, Süßer. Das Fellknäuel hier ist auf jeden Fall gemütlicher. Jetzt lass uns wieder über die Belohnung sprechen. Über Belohnungsgeschichte sprechen. Von der du gesprochen hast. Komm schon, Armin. Heb deine Pfote oder was? Weiter, gib Pfötchen. Ich muss mich entschuldigen. Ich würde dich gerne belohnen, aber ich fürchte, ich habe nicht die Macht dazu. Ich habe kaum genug Kraft, um meine Blume oder eine Blume blühen zu lassen. Ja, diesen Baum müssen wir noch zum Blühen bringen. Auch wenn mein Körper wieder fest in den Grenzen des Dorfes steht, so priesen meine Wurzeln auch an weit entfernten Orten und beschützen diese Orte. Diese Teile von mir nennt man Wächtersprösslinge. Sie sammeln das Glück und die Verehrung, welche mir meine Stärke verleihen. Das ist immer blöd, dass das nicht komplett in einen Satz immer gelesen, also gelesen werden kann, weil es immer auf mehreren, ja, auf mehreren Abschnitten ist, ne? Das gegenwärtige Böse verfrisst die Wächtersprösslinge. Wächter, wenn das so weitergeht, dann werde ich auch verwelken. Meine Kraft wird vergehen und noch schlimmer. Die Kräfte des Bösen werden mit jedem Tag stärker. Das Leben, wie wir es kennen, wird schnell verschwunden sein. Oh Mann, das wird übel. Große und mächtige Amaterasu, darf ich dich unverblüht bitten, mir zu helfen, diese Wächtersprösslinge wieder zu beleben, indem du den Fluch aufhebst, der sie unterdrückt? Ich werde die Sprösslinge in der Nähe auf deiner Karte markieren. So, da sind die ersten, ne, die wir zum Sprühen bringen müssen. Ja, da kommen wir noch überall ganz, da kommen wir überall noch hin. Also die Karte ist auch sehr groß. Ich bin so müde, ich habe nicht einmal mehr die Stärke, um jetzt zu sprechen. Ich hoffe, meine Bitte ist nicht auf taube Ohren gestoßen. Natürlich nicht. Amaterasu, möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Amen. Bäh, ich bin ja immer auf der Suche nach einem guten Kampf. Aber ganz sicher will ich meine Nase nicht in dieses Chaos stecken. Trotzdem werde ich beim Fellknäuel bleiben, bis ich all unsere Pinseltechniken beherrsche. Also Isun hat schon einige Hintergedanken, ne? Also er möchte halt auch diese ganzen Pinseltechniken lernen. Aber später im Spielverlauf werden die auch sehr, sehr gute Freunde und das ist später sehr, sehr wichtig. Na was soll's, Ami? Ist ein Gott und so. Was kann da schon passieren? Hey, hast du überhaupt zugehört, Fellknäuel? Du musst die anderen Pinseltechniken bekommen, um die Welt zu retten. Und ich werde sie kopieren und lernen. Genau das ist der Weg auf jeden Fall. Lass uns erstmal zu den Markierungen auf der Karte gehen. Ah, ist so blöd, dass das nicht schneller geht, ne? Gut, hier haben wir auch den ersten Händler. Hier kann man natürlich Sachen kaufen. Ja, ja, zu Hause und so. Einkaufen. Ruf Richard, der gibt dir den Segen. Ja, gib mir den Segen. Hier haben wir natürlich Futtersack. Erstmal Samen. Na, Fische kriegen wir nachher noch. Aber dann können wir wenigstens hier diese Tiere. Okay, es ist wieder dunkel. Ja, das passiert auch, dass die Dunkelheit reinkommt.
So, jetzt gehen wir natürlich erstmal. Kaninchen essen natürlich Fleisch, ganz klar, ne? Das skippen wir mal. Das brauchen wir auch nicht angucken. So, jetzt haben wir die natürlich erstmal. So, und ich würde auch sagen, dass wir wieder die Sonne malen. Ich finde es immer ganz cool im Tageslicht. Ja, Richard wird mir keinen Segen geben. Der gibt sich ja nicht mal selber Segen. Ach, siehst du, Wasser dürfen wir noch gar nicht rein, ne? Wie ich gerade sehe. So, da oben ist auch noch ein Schatz. Da müssen wir wahrscheinlich auch noch hoch. So, und jetzt wollte ich eigentlich diese scheiß Stange hier machen. Es muss doch möglich sein, diese scheiß Stange zu malen hier. Nee. Jetzt hat's geklappt. Es gibt ja immer so ein Klingengeräusch und dann hat man es richtig gemacht. So, und da haben wir die Wäschestange. Oh, eine neue Wäschestange. Ach du meine Güte, wo ist denn die gekommen? Die Götter müssen meine Gebete erhört haben. Wie wunderbar. Zeit, die Wäsche zu waschen. Vielleicht hat auch Richard die Gebete erhört. Man weiß es ja auch nicht. So, jetzt müssen wir natürlich die Sonne wieder malen, glaube ich. Damit die Wäsche, glaube ich, trocken wird. Bei meiner Seele. Die Sonne steht auf einmal so nah. Meine Wäsche wird sehr schnell trocken sein. Erst meine Stange und jetzt das. Hören dann die Wunder gar nicht mehr auf? Vielleicht sollte ich ein paar Kirschkuchen als Opfergabe in die Sonne machen. Komm heute Nacht wieder, wenn du auch wäschen möchtest, Schneeball. Niemand macht bessere Kirschkuchen als ich. Sie lasst ja ein Wasser im Mund zusammenlaufen. So, Gudi. Dann haben wir das. Nachher können wir uns, also wenn es dunkel ist, können wir uns die Kuchen abholen. So, dann gehen wir erstmal weiter zu den Sprösslingen, die wir halt wieder beblühen lassen müssen, damit die Tante ihre Macht wieder bekommt. Wir sind hier in Shinjus Feld. Ihr seht natürlich gleich das Dunkle alles. Das hier weißt so vielleicht schon, Ami, aber das hier ist der Shinjus-Feld. Das schönste Feld in Nippon. Zumindest wird es so gesagt. Aber seit dem Zwischenfall empfange ich hier schlechte Schwingungen. Wir sollten besser aufpassen, wohin wir gehen. Du kannst die Karte ansehen, indem du LT gedrückt hältst. Achte auf die Karte, während du voranschreitest. So, hier können wir natürlich die Karte sehen, ja? Das ist auch immer ganz cool gemacht. Musst ihn mal fragen, ob er Virus als seinen Gott anerkennt. Wahrscheinlich nicht. Er wird wahrscheinlich Virus nicht als seinen Gott anerkennen. Ja, ja. Hör mir bloß auf, das ist so witzig, ey. Armin, das ist der erste Wächterprössling auf der unsere Karte. Markiert das. Das scheint ein Platz zu sein, an dem sich Reisende ausruhen und erholen können. Aber jetzt guck dir das an. Er sieht aus, als würde er jeden Moment zusammenfallen. Dieser Platz macht definitiv einen verfluchten Eindruck. Orte, in denen das Böse Fuß gefasst hat, locken Monster vom Nah und Fern an. Sie werden verfluchte Zonen genannt. Aber ich habe noch nie eine so große wie diese hier gesehen. Sie hat die Pflanzen in all diesen Wind verwelken lassen. Sogar diesen großen Baum. Es würde ein Monster mit kräftigen Größe als sie eines Gottes brauchen, um dieses zu bewerkstelligen. Dieser Baum ist ein Abkömmling von Sakuya. Er beschützt die Natur in dieser Gegend. Ich frage mich, ob er in der natürlichen Schönheit wieder zurückkehrt. Wenn wir ihn wiederbeleben. Aber wie können wir das schaffen? Wie können wir das schaffen, ja? So, und hier haben wir jetzt böse Geister. Das sind so eine Art Fächer. Die kann man auch zerschneiden, wenn man stark genug ist. Und man kann auch vorbeirennen und alles sowas. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, um das zu bekommen. Man darf aber hier nicht rein, in dieses verfluchte Feld. Das ist ganz schlimm, weil dann verlieren wir nämlich Energie und können auch sterben. Oh mein Gott, das ist schlecht. Es sieht aus, als wäre die verfluchte Zone wie vorhin. Aber das Böse hier ist aus der Nähe noch viel schlimmer. Das würde die normale Person sofort verfluchen. Ich befürchte, dass er sogar die Energie entziehen wird. Ja, und dann entzieht er uns halt Energie, ne? Daher müssen wir hier aufpassen. So, der ist natürlich jetzt auch noch starr, weil wir ja natürlich nichts haben hier. So, hier können wir natürlich kämpfen. So, dann können wir ja mal fighten. Hier ist wieder dieser Gesangstyp. So. Und down. Ah, okay. Ja,
Er hat natürlich zuerst seine Gitarre gemacht. Ich preise nur Sama an. Ja, das wäre natürlich der Werbeslogan, ne? Es gibt nur einen Gott und das ist Gott. Das ist Gott Beerus. Hör mir bloß auf, ey. Da kann man sich nur amüsieren drüber, ne? Das ist einfach nur noch witzig. Namenloser. Er hat nicht mal einen Namen. Da haben die Macher keinen Namen gekannt. Namenloser. Was ist gerade passiert? Ich war gerade dabei, Holz zu fällen und mich wie gewöhnlich an der Natur zu erfreuen, als ich auf einmal ein lautes Rumpeln von See von einem Erdbeben hörte. Das wehrte mich auf und mächtige Windstoß aus dem Nichts. Ich werde nichts, was als nächstes passiert ist, aber als ich wieder zu mir kam, war es so wie jetzt. Meine Kunstwerkstatt war genau auf der anderen Seite des Stroms, aber sie ist verschwunden, als die verfluchte Zone hier erschien. Die Erde muss wütend sein, alles, was ich immer wollte, war ein Eintritt mit der Natur zu leben, aber das geht jetzt nicht. Ich habe einen seltsamen Kauz bemerkt, der vom See nach Kamika lief, wer immer das auch ist. Mann, ich hoffe, Mutter Erde wird ihn beschützen. Ja, und das ist ganz wichtig, weil er hat nämlich gesagt, er hat eine Person gesehen, die vom Wasser nach Kamiki geflohen ist. Das war nämlich der Typ, also natürlich der Nachfahre Susano, ne? Susano ist der Typ gewesen, der das Schwert rausgezogen hat und dann sich versteckt hat in seinem Dorf. Ne, im aus One Piece. So. Okay, das hatten wir schon mal. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir haben ja die Karte hier. Da ist der erste Sprössling, aber ich glaube, wir müssen hier rein. Ich möchte meinen, wir müssen hier erstmal rein. Okay, da komm mit in Sommer, weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst von One Piece. Da bin ich raus. Hanatal. So, hier haben wir auch wieder einen Speicherpunkt. Ich glaube, wir können speichern. Machen wir auch erstmal. Eine Stunde und 56 Minuten schon. Halleluja. Gut, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. So, da haben wir, glaube ich, genau, Glücksbringer. Erhöht die Göttlichkeitsstufe. Die Göttlichkeitsstufe wird später noch relevant. Ach, guck mal, da sitzen sie und schauen, ja. Bei Dragon gibt es für mich nur einen Gott, wo ich arbeiten würde. Okay. Mann, mach doch mal den Scheiß hier weg. Ja, wir sind halt noch nicht so stark, ne? Wir haben natürlich zu wenig Pinselstriche. Ich glaube, wir wurden noch einige Male getroffen. Aber es noch Schaden und Zeit ist noch sehr gut. Das ist noch sehr gut. So, die Monster haben wir vertrieben. Das Wasser fließt erstmal hier wieder. Aber wird natürlich gleich vernichtet wegen der Dunkelheit, ne? Na, schade. Hä? Wir haben die Monster erledigt. Warum verschwindet denn die Kraft der Götter? Ich schätze, der Fluch auf den Göttern dieses Landes muss wirklich stark sein. Sie können nicht intervenieren, solange wir uns nicht um dieses verfluchte Zono kümmern haben. Naja, das weiß ich, ja. So, ich glaube. Ach so, das sind die bösen Bator-Schmutz. Das ist kein Schmutz. Das Spiel ist richtig geil, Digga.
Das ist der inoffizielle König der Welt, aber nur die fünf Weisen wissen von ihm und sind ihm unterstellt. Ah, okay. Bei Dragon Ball wäre das Gogeta Super Saiyan 4. Inson. Hey, guck dir diesen Baum an. Er bewegt sich. Passt lieber auf Armin. Naja, da kann man später auch das noch zurückwerfen. Hast du das gesehen? Er hat mit irgendeiner Frucht nach uns geworfen. Zeig ihm, was eine Hake ist. Versuche die Frucht auf einen zurückzuschlagen. Maler schnell einen Strich, um die Frucht zu treffen. Du weißt schon wie, oder? Okay, machen wir das mal. Ah, okay, da hat er uns natürlich erwischt. Ja, moin. So, schmeißen wir nochmal. Gut. Mal, du hast ihm meine eigene Frucht betäubt. Lass uns schnell an diesen unheimlichen Baum vorbeigehen. Solange wir können. Man könnte natürlich auch einfach so wegrennen. Man muss halt nicht da die Frucht zurückschlagen. Aber ich glaube, man konnte auch die Bäume töten oder sowas. So, und sag nicht, dass das Schmutz ist, das Spiel. Das ist kein Schmutz. Ja, was sollen wir machen? Wir müssen ja erstmal hier durch, ne? So, und da... Ach so, da ist das jetzt mit dem Blühen. Nee, Digga. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung von Spiele. Das ist das Problem. Da ist nämlich auch Susano. Da haben wir ihn. So, jetzt gibt es natürlich eine neue Gegnerart wieder. Jetzt müssen wir. Das ist ein Kinderspiel, oder? Nee, das ist kein Kinderspiel, Digga. Ich sag ja, du hast von Spielen gar keine Ahnung. Absolut keine Ahnung hat der Bengel. Irgendwas musste man. Ah, okay. Man musste hier irgendwie springen. Irgendwas musste man mit dem Vieh machen. Wo soll er denn jetzt? So, jetzt haben wir natürlich betäubt. Ja, der ist natürlich jetzt ein bisschen hartnäckig. Ich glaube, ich weiß auch noch nicht, ob ich die richtigen Waffen für den habe. So, jetzt haben wir ihn. Und durchgeschnitten. Dämonenzahn. Nee, ist schon ein richtiges Spiel, basierend auf der japanischen Mythologie. Für mich ist das nichts. Ah, Digga, weil du hast ja auch keine Ahnung. Ne? Du spielst ja auch Fortnite, Diggi. Wer Fortnite spielt, hat sowieso keine Ahnung. Nein, das Spiel ist aber kein... Das ist kein Schmutz und das ist auch... Das ist ein sehr geiles Spiel. Oh, was soll der Lärm? Ach, du bist es. Du Kläffer. Was machst du hier? Geh nach Hause. Ich habe dir bereits gesagt, dass ich keinen Schüler gebrauchen kann. Jedenfalls ist das Hanatal kein Ort für einen Hund wie dich. Außerdem ist er erstmal ein Wolf und kein Hund. Dort hinten ist mein geheimer Trainingsplatz. Es ist der perfekte Ort, um sich zu verstecken. Du sollst dich nicht verstecken, du sollst kämpfen. Ich meine, um zu trainieren. Alter, ich habe nie dieses komische Fortnite-Zeug installiert. Lüg nicht, Alter. Doch, habe ich doch letztens erst gesehen, als du mir dein Bildschirm gezeigt hast. Da habe ich doch gesehen, dass da Fortnite stand. Du hast ja die Premium-Edition mit Einhorn-Skin und sowas alles. Und jetzt, hau ab. Hinfort mit dir. Ach so, hast du heute gesehen, Digga, dass ich heute noch Dings hochgeladen habe? The Division. Da hatte ich noch zwei Folgen in meiner Bibliothek. Da habe ich einfach zwei Folgen, also The Division habe ich noch zwei Folgen. Eine habe ich jetzt hochgeladen, eine habe ich dann noch.